So Leute, herzlich willkommen im nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Nun, im letzten Part haben wir ein weiteres Glyphenrätsel entschlüsselt. Einen weiteren Cluster meine ich. Dann, was haben wir noch getan? Wir haben einen Borgia-Turm befreit und einige Händler renoviert. Und jetzt werden wir mal gucken, ob wir zu diesem Borgia-Turm da drüben gehen können. Wenn nicht, schaue ich mal hier vorbei. Man Rosa in Fiore. Das ist nämlich irgendwie so ein Kurtisanenladen. Ich darf nie bei Huren. Und so. Weil ich brauche dringend Kohle. Ich muss nämlich hier auch diesen Schmied hier wieder neu machen. Sagen wir mal, ob die Erinnerungen in dieses Gebiet hier verfügbar. Ja, doch, wir können hin. Das finde ich sehr gut. Bam. Dem wäre es eigentlich egal gewesen. Ach, da wäre ein Borgia-Kurier gewesen. Der ist jetzt schon weg. Dem haben wir keine Chance mehr. So, was euch vielleicht aufgefallen ist, Ezio beherrscht die Eintricks. Wenn er seine Pistole einsetzt, dafür braucht er keine Munition. Manchmal kann man aber auch Sachen einsetzen, wo er dann Munition braucht. Das sind dann aber wirklich anspruchsvollere. Also. Oh, da ist der Borgia-Hauptmann. Es gibt auch anspruchsvollere Kill-Konter. Wo dann die Pistole auch aktiv benutzt wird. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass der Hauptmann mal zu den Leichen dann geht. Was natürlich nicht tut. Verdammt, ich sehe ihn nicht mehr. Ah, jetzt haben wir das. Oh, auf ihn. Okay, Es war äußerst unklug, sich mit den Borgia anzulegen, Assassine. Auf ihn, ragazzi. Ich habe Waffe runter. Es war äußerst unklug, dich mit den Borgia anzulegen, Assassine. Auf ihn, ragazzi. Lass den bluten, Borgia. Ich kann ihm erstmal einen Tritt geben hier, das ist nämlich eine neue Technik. Es war äußerst unklug, sich mit den Borgia anzulegen. Die Verteidigung ein bisschen abzuschwächen. Auf ihn, ragazzi! Es war äußerst unklug, sich mit den Borgia... Ja, wohl Todesinsucht. Was mit den Borgia? Borgia-Viertel auftaucht. Es war äußerst unklug, sich mit den Borgia anzulegen, Assassine. Auf ihn, ragazzi! Kein Problem mit der Medizin. Es war äußerst unklug, sich mit den Borgia... Also gut, ich bin genug von dir. Das ist das Geile an den Hauptmännern. Pistole können die dann trotzdem nicht standhalten. Oh, ich habe Geld im Tresor. Oh, fuck. Also gut. Richtig, hätte dich nicht gewarnt. Wird doch keiner. Oh. Aua. Kunstfehler. Du wirst mir nicht entkommen. Ja, komm, lauf halt immer Schwerter. Da drüben ist aber immer noch der Wichtigste, der Hauptmann. Der ist der mit der Kohle, der hat's dabei, der hat 4200. Oh, ist der. Alter! Das ist ja mehr, als ich brauchen kann. Naja, also, eigentlich ja nicht. Eigentlich brauchen wir das Geld ja jetzt zum Renovieren. Damit wir auch kräftig viel Kohle in der Bank dann immer haben. Und jetzt am Anfang kann man auch mit der Startausrüstung auch rumlaufen. Das ist jetzt gar kein, das ist jetzt gar nicht das Problem. Ah, wie komme ich denn da hoch? Wie soll ich denn da hoch überhaupt? Vielleicht da mal ringsrum um den Turm rum und mal gucken, ob es auf der anderen Seite besser aussieht. Das könnte es doch mal. Damit könnte man es mal versuchen. Ja, doch.
Klar sieht's besser aus. Los, Auditore. Mach mal. Und das Ding fackeln wir ab. Aber sowas von. Übergeil. So, jetzt geben wir wieder ein bisschen Kohle dafür. Jetzt haben wir 5000 Florin. Alles klar, gut. Und jetzt restaurieren wir wieder ein paar Gebäude, wie in den letzten Parts auch. Leid, Leute, aber erstmal müssen wir Rom zurückerobern. Mein Rom. Ja, hey. Wo ist denn der? Der Scheißart, Mann. Kann doch nicht da oben sein. Was? Jetzt spinne ich aber, ey. Ist doch hier, hier ist der. Ach, da. Da ist er, der Harrison. Okay, her damit. Dich Baumer. 2380 Florin. Wenn ich 4000 Florin in der Bank habe, dann habe ich das schon mal bekommen, ohne dass ich es gesehen habe. Das muss im letzten Part passiert sein. Komisch. Oder im vorletzten. So was. Naja, sei es drum. Hey, seht mal. Schade. Hätte ich ihn jetzt mit meinem Messer getroffen, hätte ich ein bisschen Geld von ihm gekriegt. 500, um genau zu sein. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sich dabei nichts geändert hat und es immer noch 500 gewesen wären. Ich habe ja, ich investiere darin. So. Warum muss ich auch mal einen Ball kaufen, weil es so weitergeht? Dann ist das überhaupt gar kein Problem mehr. Okay, darüber können wir nicht zu dem Schneider. Dann repariere ich in die Bank da oben. Das Bankgebäude ist gut. Gut fürs Geschäft und gut für mich. Und gut für mein Geschäft. Ja, wie? Ja, das ist immer so stockwerkmäßig gebaut, das ganze Zeug hier. Ja, 1400, weg damit. So, ich krieg dann auch wieder. Unser Einkommen steigt rapide. Verdienen wir schon mal eine ganze Menge Geld abheben, jawohl. Nein, da kann ich jetzt auch nicht mehr rein investieren. Nur in Schmieden, glaub. 5 von 10 Banken haben wir schon. Ein Terrakotta-Gefäß haben wir gefunden. Ein paar wenig Florins. Schnappe ich mir doch glatt die Pferdestelle. Ach, das macht Spaß. Einfach auch mal ein bisschen wirtschaften im Spiel. Oh, das ist echt gelungen. Das ganze Zeug. Sieht doch genauso aus wie der andere Stall. Ja, 700 Florin kann man mal hinblättern. Anderes Nützliches können wir uns jetzt gerade eh nicht kaufen, außer vielleicht eine Armbrust. Aber die, ja, macht Zeit. Dann kann man sich ja endlich keine Pistole kaufen oder keine Büchse, sowas. Das gab's doch in der Zeit schon, die Wachen haben das ja auch. Also eigentlich aber auch nicht. Ist ja egal. Da drüben ist der Schmied. Den brauche ich. Kaufe wie eine Fußballmannschaft. So, 3180 Florin alle 20 Minuten. Überlegene Waffen sind. Das ist schon fast doppelt so viel wie vorher. Für nur noch 1000.
Und dieses Ziel ist nicht mal unerreichbar, wenn ich jetzt auf den Schneider da drüben in der Richtung. Nach und nach das Tunnelsystem, dann müsste das wieder um einiges gestiegen sein. Ich wähle schon mal mein Schwert aus. Ups. Aber. Ja, los geht's. Da drüben. Sarto. Das Wort habe ich glaube ich noch nie in dem Let's Play gesagt. Also im zweiten. Ich habe noch Fabro gesagt und Bank. Viaggio. Viaggio gibt's hier nicht mehr. Reisebüros. Nur noch die Geschäfte halt. So, dann macht der Tunnel eigentlich. Ja, lass mal Umgebung sehen. Okay. Na, no, gehen wir mal jetzt mal, wie gesagt, den Tunnel einkommen. Und dann warte ich auf die nächsten Einkünfte. Weil ich gehe ja noch schön zur Hauptquest und mach die geschwind. Spielen wir das Spiel geschwind durch, haben wir immer noch Zeit zum Wirtschaften, oder wie? Nee, das meint es nicht. Erst die Wirtschaft, dann die Arbeit. Dann das Vergnügen. Ah, 3476. Donnerwetter. Das wird. Hm? Mhm. Hm, gleich. Der, ey. Was sind das jetzt für welche? Sind das Diebe oder was? Ich werde überfallen, wie krass ist das denn? Na gut. Nein. Ja, treff halt deinen eigenen. Halt mal. So, Jungs. Was habt ihr so dabei, hä? Habt ihr bestimmt noch mehr klaut. Jaha. Boah, das sind ja voll die Goldgruben, die Typen. Ja, Mann. Die finanzieren mir gerade meinen nächsten Laden. Indische Dia. Oh, das verkaufe ich alles. Nicht schlecht. Ich will öfter überfallen werden, ganz ehrlich. Ja, 900 Florin und schon haben wir einen nächsten Kunsthändler. Gucken wir jetzt mal, wie ich Diamanten verscherben kann. Das ist schon viel wert. Amber. Das ist schon mal 535 wert. Boah, 1170. Jawoll. Seide? Verkaufen wir mal beide und kriegen noch mal ein halbes 1000. Silbererz und Terrakotta-Gefäß. Ah, jetzt haben wir ein bisschen Kohle mehr. Jetzt können wir auch eigentlich ein paar Bügelchen kaufen, ne? Engel zum Beispiel. Das ist doch schön. Oder das Sankt Michael. Schau, so ein Erzengel-Tipp. Die Auferstehung Christi, das macht mir gerade noch ein bisschen zu teuer. Jetzt noch ein bisschen was renovieren und dann ist schon gut. Zum Beispiel den Tunneleingang da drüben. Damit ich auch durch die ganze Stadt kurz schnell reisen kann. Wenn ich das mal brauche. So, Il Campadoglio, blub, blub, blub. 3792 Florin alle 20 Minuten. Das läuft extrem geil. Jetzt glaube ich nämlich, dass ich da drüben nicht hinlaufen kann.
Ich habe vergessen, dass wir das so viel renovieren müssen. Ich habe ja versprochen, dass da wenig Sidequests und so sein werden, dass das insgesamt weniger umfangreich sein wird. Aber da ist noch viel mehr. Das habe ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Na egal, dann wirtschaften wir halt ein kurz ein bisschen, bevor wir mit der richtigen Story weitermachen. Die Story ist ja eigentlich ganz geläufig und einfach gehalten. Da kommt man gut mit. Vorausgesetzt, man hat's drauf. Eigentlich habe ich hier alles schon renoviert, was man renovieren kann. Das heißt, ich kann doch die Auferstehung Christi kaufen. Einmal, ah, den Palazzo Senatorio, den kann ich vergessen. Der Aussichtspunkt eventuell noch. Der könnte noch begehbar sein. Aber Leute, keine Sorge, die optionalen Quests. Und das stimmt wirklich. Ich schwör's wirklich bei meinem Leben. Wenn ich alles renoviert habe und so, das ist ja auch bald, also. Da bleibt noch genug Zeit für Hauptquest only. Allerdings gibt es dann nachher später auch wieder eine neue Rüstung zu bekommen. Die Rüstung von Brutus. Wie viel kostet das hier? 38.000, ja gut. Daran ist jetzt gerade noch nicht zu denken. Das gehört, glaube ich, schon mir. Ja. Doch, klar. Der Aussichtspunkt nicht geht, dann. Denke ich mal, beende ich den Part. Dann machen wir dann im nächsten damit der Hauptquest weiter. For real. Oder mit den Schätzen. Keine Ahnung. Sind ja eigentlich auch ziemlich wenig. Ja gut, dann mache ich ja den nächsten Part noch die Schätze. Dann machen wir wirklich Hauptquest. Dann geht's los. Dann geht's richtig los. Okay, den Aussichtspunkt kann ich eh nicht besteigen. Gut, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin, ciao.